Also der Begriff, der mich am meisten fesselt momentan, sind komplexe Netzwerke. Relativ junges Forschungsgebiet, kommt aus sozialen Netzwerken. Stellen Sie sich vor, eine Gruppe von Menschen, kleine oder auch große, und wie sich dort Meinungen herausbilden. Das ist ein dynamischer Prozess. Ganz ähnlich gucken wir uns das an auf der Erde, dass wir verschiedene Teilgebiete haben, Atmosphäre, Ozean, feste Erde, Pole, wie die miteinander Wechselwirken, welche Strukturen sich aus Netzwerksicht herausbilden. Und noch mehr gucken wir uns die Erdoberfläche an, parzellieren die in Regionen und gucken uns dann an, welche Strukturen durch Wechselwirkungen, die auch mal weit reichen können, von El Niño bis zum indischen Monsun, was die für Veränderungen hervorrufen können, wenn ich da etwas an den Kopplungsstärken, an den Verbindungsstärken verändere.